Okay, es ist ein bisschen zu hell und ich muss niesen. Verdammte Scheiße. Na, meine Allergiefreunde, fühlt ihr das? Moment, ich hatte auch einen Kommentar, oder? Ah ja, hier. Lehnt euch dringend durch ihr nordmazedonischen Fußballgötter. Ich glaube, ich habe tatsächlich einen nordmazedonischen Zuschauer. So, das ist dann auch schon 10% der Bevölkerung. Ich habe kein Video bringen können am Sonntag, weil am Samstag ein Fußball-Event war mit Trimax, wo wir eigentlich relativ gut gespielt haben. Ihr müsst jetzt tatsächlich die Runde holen. Meinst du, wir holen's? Inshallah. Aber dann sind wir irgendwie rausgeflogen. Egal, es war lustig. Ach, und für all meine Homies habe ich das hier gesagt. Im Übrigen, Warzone ist besser als Fortnite. Oh, eine sehr, sehr harte Aussage. I got you, Community. So, auf jeden Fall sind wir im Wilden Westen. Das sieht absolut aus wie so ein Westernfilm. Ich gehe weiter, gehe direkt auf Shop, Amana Mob und dann auf Framework. Dort ist nämlich die Nagelpistole, die wirklich brutal aussieht. Und das Bundle kostet nur 1000. Oh Mann, so viele Leute werden damit rumlaufen. Nein. Wieder viel zu übertriebene Animation. Ah, warte, ich habe noch Vollstrecker. Oh, oh, oh. Ja, ein brutalster Vollstrecker der Zeit. Und noch eine Geste. Okay, ist ganz cool. Und dann tatsächlich die Waffe namens Stichwunde oder wie man in Berlin sagt, Stichwunde. Sieht echt eklig aus. Und das ist sie auch. Guck mal, wie lang das Magazin ist, Alter. Wie viele Nägel da drin. Und ja, bevor es irgendjemand in den Kommentaren macht, bringe ich den ekligen 40-jährigen Witz. Nagelpistole? Seit wann bin ich im Bett im Game? Okay, es gibt keine Aufsätze dafür. Das heißt, man kann sie gar nicht hochleveln, außer eine Tarnung drauf zu machen. Oh nein, mit der Tarnung. Nein, okay, ich mach's raus. Und das hier ist kein Stück Käse, sondern Taco. Ich weiß es jetzt, okay? Ja, ich sehe auch, da sind Innereien so eben. Okay, Moment, bevor ich überhaupt irgendetwas mache, anschauen. Oh nein, oh nein. Und wie klingt sie? Sie hat aber nur 2x15 Schuss und dann nichts mehr. Okay, man braucht Plünderer und muss aktiv laufen. Man kann nicht mal campen damit, das ist gut. Man muss damit aktiv laufen, um seine Munition auffüllen zu können. Und waren das 3 Hitmarker? Wie viele waren das? Ja. Okay, aus dem Rauch wird safe jemand kommen. In 3, 2, 1 und... Es kommt niemand. Und der eine, der kommt, den greife ich nicht und ich bin tot. Oh, die Allergie, Alter. Und er raucht einfach im Game. Ich habe nicht mal was aktiviert. Ich glaube, man muss halt jeden einzelnen Schuss treffen, aber man muss so vorschießen, weil diese Schüsse, also diese Nägel, die brauchen ja eine gewisse Zeit. Die sind langsamer als Munition. Wir haben einfach einen Orbi. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, was ich darüber denken soll. Wir gehen in ein anderes Game! Oh ja, Stand-off, da waren wir schon lange nicht mehr. Ich schwöre auf alles. Alter, was ist das für eine Lobby, Mann? Hallo! Mama? Mama? Ja, ist das heftig? Kennst du noch Heftig von früher? Den hast du voll gefeiert. Natürlich kenn ich Heftig noch, den hast du voll gefeiert, Mama. Natürlich, den feiere ich heute noch. Hä, spielen gerade Mutter und Tochter in einer Lobby? Ja. Ja. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Hä, was? Jeder will doch, dass seine Eltern zocken. Oder auch nicht. Könnte auch scheiße sein. Ja, so ist scheiße. Was? Was war mit scheiße? Was? Aber das ist keine Beleidigung oder so sagen. Nein, ich mache natürlich keine Beleidigung, dass er es hier mitschneidet. Ey, Heptik, meine Mutter hat schon auf BO3 Zeiten. Sie wollte immer mal mit dir zusammenspielen. Hä, als ob? Und dann spielt sie mit ihrer Tochter in der Lobby und trifft mich. Was ist das für ein Zufall? Ja, sogar mein Bruder auch noch. Mein Bruder ist auch noch dabei. Wir sind so voll die Zockerfamilie. Pralle Praline, kannst du mir deinen Namen mal erklären? Nee. Ich will verstehen, was du damit meinst. Was meinst du damit? Einfach so, Joe. Mhm. Was genau ist der Joe? Ja, Praline hättest du wissen. Ja, du meinst ja. Schokoladenpralinen, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich hab so einen. Ich spiel mit der Nagelpistole. Die ist so shit, Mann! Das spiel sie doch nicht. Aber so ich will scheiße. Sie zeigen. Einer kommt hoch. Die ist so schlecht, das darf doch nicht wahr sein. Man muss Gefühl wie Zeus Sohn spielen. Mein Controller guckt die ganze Zeit nach links. Alter. Ja, glaub mir. Ich hab die euch gekauft. 2 PlayStation 5. Anstatt dass sie mir eine abgeben. Nein, ihr verkauft die. Ja, ich hab 2 PlayStation 5 für euch gekauft. Hä, wo hast du die herbekommen? Also ich hab sie zum Glück nur bekommen. So, ich hab 2 zum Glück bekommen. Und deine Family verkauft die einfach? Ja, meine Mutter. Nice. Also eine war halt sowieso für meine Mutter. Und die andere dachte ich so, ja, okay, komm, weil ich die bekommen habe, geben sie die mir aber. Wie sagst du, scheiß Almans, ne? Ja. Aber, dann hast du dein Geld. Oh, Alter, du Bastard. Hier kommt
kommt nicht jemand. Danke. Ich bin auf einer 6er-Stream mit der Nagelpistole. Wie geht das denn? Ja, ich bin tot. Perfekt. Danke. Von Thorsten Legert. Die Frage ist eigentlich, wer von euch ist besser? Ja, ich. Eindeutig. Ja, okay. Ja, okay. Ich lag an der Nagelpistole von Hattrick. Ja. Was ist gerade passiert, Alter? Oh mein Gott. Also das ist... Leider ist man danach nicht mehr in der Lobby, aber sympathischer geht's echt nicht. Also Grüße gehen raus. Ich habe auch das Gefühl, man hat... Kein Aim-Assist irgendwie mit der Waffe, kann es sein? Hinter mir ist auch noch einer, aber der wird mich nicht holen. Vielleicht kommt er hier draußen, da. Und hinter mir, komm rein. Ja, er traut sich nicht. Er wirft lieber seinen Granat. Ich habe noch 10 Schuss. Muss ihn jetzt killen und über ihn rüberlaufen, sonst bin ich... Ja, das war's mit mir. Das war's mit mir. Ich muss auf meine... Ja, ich bin tot. Sie macht auf jeden Fall Spaß, weil man so vorschießen muss, wie Banken. Versteht ihr? Wegen Vorschuss. Okay. Aber, ja, seht ihr? Guck mal, der ist gut. Das merkt man. Keine Chance. War der weak? Nee, war er nicht. Er ist nicht mal richtig One-Shot. Also sie ist nicht so gut in Cold War. Was mich aber freut, weil sonst hätte jeder 10 Euro ausgegeben, um mich abzufucken mit dieser Waffe. Hier ist jemand on me. Noch einer außen, oder? Doch, der steht da oben. Ich habe ihn gesehen. Da. Ja, unmöglich. Unmöglich auf lange Distanz. Es geht nicht. Pre-aim the Fahrer. Was willst du? Ja, man ist so schnell down. Die Nagelpistole ist nicht OP in Cold War. Zum Glück, Alter. Hier hat mich jemand. Down. Hinter mir. Oh Gott. Da ist keiner. Oh, jetzt kommen alle. Jetzt wollen sie mich. Ich bin tot. Der Sweater, noch jemand und... Nein, nein, der letzte kam auch da. Der Sweater geht 19 zu 8 mit dem Namen, Digga. Schäm dich. Guck dir hin. Was hat er gemacht? Er hat einfach... Ich finde sowas so süß. Alter, der eine Typ pre-aimt halt immer, ne? Okay. Die Distanz, wenn er sich nicht bewegt, dann geht's. Man muss sie treffen, aber das ist super schwer mit dieser Waffe. Sie hat keinen Rückstoß oder so, aber sie schießt halt so vor, so wie ich es immer sage. Man muss quasi immer gucken, wo wird der Typ hinlaufen. Man muss immer einen Schritt voraus sein. Hier läuft jemand, dann hier, da. Dieser Ivar-Typ, ne? Oder Ivar. Nein. Ach komm, wir wechseln kurz. Alter. Ja, die werfen jetzt... Molotow regt mich so auf. Der würde jetzt außen rumlaufen und denken, er hat das System gefickt, ja. Du bist der schlauste Typ, den ich jemals... Na, geht so. Also ich habe das Gefühl, sie connectet halt manchmal nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mal so, Alter. So, jetzt denkt er, oh, ich habe ihn gestunt, ich kann pushen. Kann er nicht. Annihilator, rein in den... Nein, es hat geleckt. Oh, nein, da ist einer. Zack. Nein. Zack, Alter. Und hier jemand? Doch, da. Zack. Zack. Oh, ich liebe die Street. Nein. Da holt mich ein Geschütz. Ganz, ganz weirdes Game. Ganz weirde Lobbys hier oben. Wir waren, wie spät? 12.15 Uhr. Übrigens, der Sweater mit dem Namen hat 25,29. Und ich mit Nagelpistole 35,16. Er sollte sich schämen. Er sollte sich umbenennen. Er sollte sich umbenennen irgendwie zu Günther 349 oder sowas, Alter. Oh, let's go. So, dann gehen wir hier rein und holen den. Und holen... Den. Let's go. Sie macht übel Bock, das muss man ehrlich sagen, aber sie ist halt shit. Ah, ich weiß nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie einschätzen soll. Manchmal ist sie OP, manchmal nicht. Sie ist inconsistent. Und das spielt übrigens jeder. Oh nein. Oh nein. MG82 ist so hart OP, Bro. Nagelpistole Level 9. Was bringt mir das? Man kann eh nichts drauf machen, oder? Oh, ja, aber ihr seht, es braucht zu lange auf Distance. Ich verstehe halt immer noch nicht, wie die Spawns im Team Deathmatch nicht langsamer gemacht werden. Die wechseln immer noch zu schnell, immer noch bis hier. Alles außerhalb von Herrschaftsstellung und so. Wechselt. Oh nein, okay, Muni leer. Wechselt zu schnell. Ja, damit geht's halt leichter. 9 zu 3 starten ist nicht schlecht, aber man muss sich mehr anstrengen als bei einer normalen Waffe, wo man einfach... Gun and Run hat, wisst ihr? Man muss sich nicht darüber Gedanken machen, wie komme ich näher an den Gegner ran, wohin soll ich vorschießen. MZ Nuklear 99 verbunden, perfekt, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Also Leute, mein Fazit zur Waffe ist eigentlich Shit. Und ich werde nochmal in Warzone extra gesondert ein Video machen über diese Waffe, aber auch über die... Ja, das ist einfach Shit, mit jeder anderen Waffe hätte ich ihn. Ja, ich habe alles getroffen. Es bringt nichts, Leute. Fazit, diese Waffe ist in Cold War echt nicht gut, aber sie macht Spaß. In Warzone soll sie krass sein. Ich werde MG82 und die Nagelpistole in Warzone spielen jetzt die nächste Zeit und euch mal ein Video darüber machen. Die MG82 auch mega OP, habe ich auch in meinem ersten Video zu Season 4 gesagt, was übrigens mega krass angekommen ist bei euch. Vielen, vielen Dank für den Support. Da ist noch einer, der One-Shot ist. Oh, lol. Die Schüsse werden vom Trophy-System auch noch aufgehalten. Ja, und dann so ein kleines Magazin und so. Und, ach, keine Ahnung. Die ist echt nicht gut, Mann.
zum Hipfire. Heiner? Ah, der Hipfire ist genauso shit. Ja, also keine Ahnung. Ich bin auf einer Seite vor, auf der anderen denke ich mir auch, ja, wenn ich schon ein bisschen vorschieße, hätte man sie ein bisschen stärker machen können, wie im BO3 damals. Naja, was haltet ihr davon? Schreibt in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Bis dahin.